Fachkräftemangel in der Filmbranche? Oder heutzutage jeder eine eigene Kamera oder eine Drohne besitzt? Was soll denn das jetzt? Auf der einen Seite suchen Filmschaffende händeringend nach Jobs beim Film und beim Fernsehen, nur um mit irgendwas mit Medien zu überleben. Und auf der anderen Seite jammern die Auftraggeber, ja, wir finden keine guten Arbeitskräfte mehr, um unsere Filme zu machen. Wie passt das zusammen? Vielleicht sollten wir das Ganze einfach mal aus einer anderen Perspektive betrachten und umformulieren. Es haben einfach immer mehr Film- und Fernsehschaffende keine Lust mehr unter solchen Arbeitsbedingungen und für so niedrige Gagen und Tagessätze um die 300 und 400 Euro zu arbeiten und verlassen die Branche. Viele können es sich schlicht und ergreifend auch nicht mehr leisten, als Freelancer, selbstständiger Kameramann, Filmeditor, Redakteur, freier Mitarbeiter, Regisseur, Maskenbildner, Kostümbildner, Tonmann oder auch andere Gewerke ihr Leben zu bestreiten und ihre Familien zu ernähren. Das haben wir jetzt in der Krise sehr stark gesehen, dass das nicht unbedingt nachhaltig ist. Und die, die jetzt mehr verlangen, die werden nicht mehr gebucht, weil sie ja völlig übertrieben zu teuer sind. Also, es muss billiger Nachwuchs her. Und natürlich ist der auch schon da. Ja, wenn man da im Internet schaut, findet man ganz tolle Angebote zu Schleuderpreisen. Aber bei den jungen Kollegen hat sich inzwischen auch herumgesprochen, dass in der klassischen Filmbranche, dass es dort außer Ruhm und Ehre, langen Arbeitszeiten, ständiger Unsicherheit auf dem freien Markt und auch noch deutlich weniger Geld, eine schlechtere Bezahlung gibt als noch vor 10 Jahren und auch in anderen Branchen. Da ist es natürlich nicht verwunderlich, wenn die natürlich ihr eigenes Ding machen wollen und auch mit der heutigen Digitalisierung lieber Image-Videos für Firmen drehen, für die Webseiten, für die Instagram-Accounts, für die Facebook-Accounts, weil die Jobs sind cool, die sind hip, da kommt man rum, man kann auch ganz tolle Länder bereisen. Und Tragik an der Sache ist, dass sie jetzt anfangen, genau diesen Markt und ihre Zukunft jetzt schon wieder kaputt zu machen, weil sie sich gar keine Gedanken machen über ihren finanziellen Wert und auch gar nicht anfangen, ihre Preise richtig wirtschaftlich zu kalkulieren. So, damit wäre jetzt theoretisch eigentlich alles gesagt. Ja, aber so einfach ist es nicht. Was kannst du tun, um in einem ungünstigen Umfeld jetzt gerade nach einer Krise zu überleben? Ja, und beziehungsweise nicht nur zu überleben, sondern auch den Job so weiterzumachen, den du liebst, wie du ihn liebst und warum du ihn liebst. Ich habe vor einigen Jahren dazu, vor der Corona-Krise, zu all diesen Fragen einen Vortrag in Stuttgart gehalten, der damals glücklicherweise aufgenommen wurde. Und weil das Thema so aktuell ist wie nie zuvor, habe ich ihn dir jetzt hier nochmal rausgesucht, damit du nach der Krise auch die richtigen Schritte einleiten kannst, um deine Leidenschaft für Filme in Zukunft krisenfest zu machen. Denn was passiert, wenn du als Freiberufler, als Freelancer für weniger als 60 Euro pro Stunde oder 600 Euro pro Tag auf Rechnung arbeitest? Das haben wir ja dank Corona alle jetzt gesehen und wahrscheinlich hast du es auch selbst erlebt. Und ich bin mir auch sicher, dass du auf eine Wiederholung in Zukunft gerne verzichten kannst. Von dem her, also schauen wir gemeinsam rein in den Vortrag. Los geht's. Vielen Dank, Sascha, für die Organisation. Vielen Dank für euer zahlreiches Erscheinen. Ich hoffe, ihr versteht mich alle gut. Ich habe leider heute kein Saalmikro. Ja, aber ich denke, wenn irgendwas ist, wenn ihr irgendwas nicht versteht, dann fragt einfach zwischenrein, ja, und dann werden wir gerne dann nochmal drauf zurückkommen. Vor 3 Jahren hat das ein bisschen angefangen, dass wir mit dieser ganzen Geschichte auch einfach mal Informationsabende gemacht haben. Und da heißt es dann immer so, naja, aber wie soll das funktionieren? Ja, und das ist ja alles nicht realistisch. Und das sind ja Preise, wenn man die richtig kalkuliert, die zahlt ja keiner. Das sind so Argumentationen, die sind ganz natürlich, weil ist ja klar, ich denke, ihr kennt das aktuelle Gagenniveau da draußen. Wirtschaftlich ist es nicht, das glaube ich, haben viele schon gemerkt. Ja, und man fragt sich immer nach Jahren, wieso bin ich trotzdem nicht gestorben? Ich lebe ja trotzdem noch. Wieso geht das? Wo ist der Preis, den ich dafür zahle? Ja, unterm Strich. Das sind so diese Fragen. Und deswegen habe ich jetzt einen kurzen Abriss vorweg gemacht, um einfach mal zu zeigen, ja, es hat sich was bewegt seit den 3 Jahren und ich kann euch konkrete Beispiele mitbringen und ich hoffe, dass ich euch heute vermitteln kann, wo der Schlüssel für euch Einzelne ist, jeder für jeden von euch, um wirklich was an seiner individuellen oder auch an ihrer individuellen Situation zu verbessern. Ja, also es funktioniert, aber man muss da auch ein bisschen bei sich anfangen. Und danach erzähle ich euch auch noch ein paar, habe ich euch ein paar Tipps und Tricks noch mitgebracht, gerade mal in Verhandlungen, weil als Selbstständiger geht es ja darum, ich bin mein eigener Chef, ich muss den Auftrag auch selbst verhandeln. Klar, gibt es oft die Sätze wie, naja, das ist das Budget, nimm oder lass es. Ja, das sind so Totschlagargumente, aber die erzähle ich euch auch, was die für einen Hintergrund haben. Und dann muss man schon überlegen, was man da machen kann und da werden wir nachher drüber sprechen. Ich würde mal sagen, wir fangen an. Und zwar
zeige ich euch mal die Basis, die Ausgangsposition, wo das vor Jahren angefangen hat. Ich weiß nicht, ob jeder von euch vielleicht diesen Verband, Interessensverband FairTV kennt, also schon mal gehört habt. Das ist ein Interessensverband, der hat sich in Leipzig beim MDR so bei den Mitarbeitern gebildet. Die haben 2012 festgestellt, das geht alles nicht mehr. Das, was wir machen, funktioniert nicht. Wir können davon nicht leben. Die haben da über Tagesgagen zwischen 200 und 240 Euro für Schnitt, 10 Stunden und Kamera und alles, so waren die an dem Punkt. Und haben dann angefangen zu sagen, Moment, wir müssen da irgendwas ändern. Und das war die Ausgangsposition, da habe ich auch angefangen, so mich mal von der anderen Seite zu beschäftigen. Und zwar die Frage war dann immer an mich herangetragen worden, sag mal, wie machst du das denn? Warum läuft denn das bei dir so? Und da habe ich immer gesagt, naja, hier nimmst du einen Bierdeckel, rechnet mal ein paar Sachen aus. Und dann war immer so ein großes O dahinter. Und dann haben wir gesagt, naja, dann habe ich mir angefangen zu überlegen, ja, wie erklärt man jetzt diese ganzen Geschichten? Ja, weil für mich hat das gut funktioniert. Ich habe damals auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, wurde ich vom Arbeitsamt gezwungen, gewisse Businesspläne zu schreiben. Ich wurde gezwungen, mich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen, Kurse zu machen. Und ja, klar, das Wissen muss man lernen. Das lernt man auch nicht so in 10 Stunden, sondern da muss man sich damit beschäftigen. Und die Kollegen haben immer gefragt, ja, ich arbeite das ganze Jahr und es bleibt nichts hängen. Wie ist es bei dir? Ja, und dann haben wir angefangen zu reden und dann habe ich überlegt, ja, wie kann ich das erklären? Und dann kamen die Ersten auf mich zu und haben gesagt, Mensch, kannst du es uns mal vielleicht an einem Abend so wie hier oder vielleicht kleiner auch erklären? Und daraus ist vor 3 Jahren so das entstanden, was ihr jetzt vielleicht auch im Internet schon gesehen habt. Ich habe da einen Vortrag an der Filmhochschule vor 2 Jahren gemacht, den vielleicht schon der eine oder andere gesehen hat. Der hieß damals, Filmschaffende ist gleich Hartz IV. Ja, vielleicht kennt den jemand. Hat sehr für Furore gesorgt, weil ich da doch sehr provokante Thesen in den Raum gestellt habe. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Damals hat es angefangen, als ich mich auch damit beschäftigt habe, wie erklärt man das am besten? Wie kann man das auch so begreiflich machen, dass es nicht abschreckt? Weil es ist ja mal so, wir kennen uns ja, wir Kreativen, wir haben es ja nicht so mit den Zahlen, weil wir wollen ja nur drehen oder wir wollen ja nur schneiden oder wir wollen einen Film machen. Das alles andere kommt dann schon, berühmt werden wir dann. Das war die Ausgangssituation und FairTV hat hier 2012 angefangen, und das muss ich kurz erklären, das ist die Kurve, von dem Kaufkraftverlust, den die damals ausgerechnet haben. Also Beispiel hier, 300 Euro oder früher waren es ja mal 600 Mark Tagesgagen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, Kameragage 750 Mark ohne Mehrwertsteuer oder 650 Mark. Das war damals hier die Summe. Ja, und es gab auch schon Spezialisten, die im VFX-Bereich gearbeitet haben. Die haben dann 2000 Mark Tagesgage bekommen. Und ich dachte mir aber, boah, das ist ja Wahnsinn. Ja, habe ich selber schon geguckt. Aber das war diese Situation. Und dann kam die Euro-Umstellung. Und dann wurde aus 600 Mark wurden 300 Euro. Und die sind es bis heute geblieben. Ja, das könnt ihr ja bestätigen. Ja, wer kriegt von euch 600 Euro? Am Tag, ohne Equipment, nur so, einfach nur zack für seine Arbeit. Und das ist noch zu wenig, sage ich euch. Der Punkt ist der, wenn man jetzt sagt, 600 Mark sind 300 Euro und 300 sind 300 als Zahl und die bleibt nominal gleich, weil 300 immer 300 bleibt, dann gibt es ja eine Inflationsentwicklung. Ihr wisst ja auch, in den letzten 12 Jahren haben sich die Mietpreise drastisch erhöht, fast um 50-60%. München? 81,4% in den letzten 11-12 Jahren. Berlin nachgezogen, Hamburg 68% plus. Selbst Frankfurt haben wir überholt, die Bankenmetropole 54,2% Steigerung. Minus hat zum Beispiel, haben die alten Bundesländer gemacht, Gera mit minus 19%. Eigentumspreise, also Grundstückspreise, haben sich in den Städten wie München, bei euch in Stuttgart hier wahrscheinlich auch zwischen 70% und 82% fast verdoppelt. Ja, die ganzen Lebenshaltungskosten, die Pizza kostet nicht mehr 16 D-Mark, die kostet jetzt 16 Euro und. Also das ist alles damit drin. Und dann entsteht, wenn man das kippt, wenn man sagt 300, was konnte ich denn damals dafür kaufen und wie viel Prozent kann ich davon heute noch kaufen? Ist Kaufkraftverlust, ganz einfache Rechnung. Und dann haben die vom Statistischen Bundesamt eben diese Kurve ermittelt und dann kommen da ungefähr so 35% Wertverlust raus. Also ihr könnt euch 35% weniger leisten von dem Geld wie damals. Dann haben die gesagt, das geht nicht mehr und haben angefangen, sich zusammenzurotten und haben dann so eine kleine Art, Protestbriefe geschrieben, haben dann angefangen, einfach auch Jobs nicht mehr anzunehmen. Und es hat dann dazu geführt, dass sie hier die Entwicklung gestoppt haben und umgekehrt haben. Und da habe ich damals den Guntram kennengelernt und ich zeige euch schnell, weil ich habe ihn extra angerufen. Was haben die denn damals für Bedingungen gehabt? Und was hat sich seitdem bewegt? Damals hatten sie 10 Stunden Pauschalen,
für Schnitt und auch für Kamera, ohne Überstunden, Tagesgage 230 Euro, das heißt ein Stundenlohn von 23 netto, das entspricht einem Mindestlohnniveau, kann man grob so sagen. Dann heute sind Sie, das ist jetzt schon ein bisschen her, das sind jetzt 5, 6 Jahre, sind Sie immerhin von den 10 Stunden auf 8 Stunden runtergekommen und Sie haben Überstunden erreicht, die extra vergütet werden. Das heißt, Sie bekommen Überstunden extra bezahlt und sind inzwischen bei einer Tagesgage von roundabout 300 Euro. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon eine Erhöhung und von einem Stundenlohn von 23 netto auf 37,50, das ist schon mal ganz gute Geschichte und ich habe euch das auch ausgerechnet, das ist eine Gehaltsverbesserung um 63,04% innerhalb von 6 Jahren. So viel zum Thema, es ändert sich nichts, es ändert sich sehr wohl was. Ja, das ist vielleicht noch nicht ja, das ist alles noch irgendwie ja, sehr weit weg von dem, wo wir eigentlich oder wo alle hin müssen. Aber es ist schon mal ein Anfang. Wie gesagt, ich habe damit nur am Rande zu tun gehabt und habe das mitbekommen, bin da immer wieder in Kontakt und habe daraufhin euch jetzt eine kleine Chronik zusammengestellt, was denn sonst noch so passiert ist. Also das war so der damalige Startpunkt. 2015 fing im März bei uns im Schnittverband, ich bin ja auch Mitglied im BFS, eine Gagendiskussion an, weil man halt mal so ein paar Zahlen in den Raum geschmissen hat. Und dann fing es an und das Ganze wurde dann immer heftiger und dann sind die Postfächer explodiert und plötzlich waren alle irgendwie da, die vorher nie so aktiv waren und haben sich auch geäußert. Und dabei haben sie alle festgestellt, dass obwohl alle immer das Gleiche kriegen, ja, sie überhaupt nicht das Gleiche kriegen und jeder irgendwas anderes kriegt. Und dann wird einem immer erzählt, ja, wir zahlen allen hier das Gleiche. Ja, das war dann doch nicht so. Dann habe ich euch ein paar Sachen mitgebracht, die habe ich jetzt grün markiert und zwar aus folgendem Grund. Das sind alles Sachen, an denen ich anwesend war, Events und teilweise sie auch mit betreut habe. Das heißt, ich kann euch zu diesen grünen Events immer auch Fragen beantworten, weil ich euch sagen kann, was dann noch so passiert ist. Also wir haben damals einen ersten Gagen-Workshop in München gehalten. Das fing dann so an, in so einem kleinen Café. Wir haben dann hier so ein bisschen gesessen und ich habe dann mal mit den Leuten mit so Zetteln durchgerechnet. Ja, schreibt mal ein paar Ausgaben auf, dann machen wir so ein paar Investitionskalkulation, schauen wir mal, was die Steuer so macht. Und dann haben wir versucht, einfach mal eine Gage auszurechnen, die so sinnvoll wäre, die einfach wirtschaftlich ist. Und zwar nicht nur für dieses Jahr, sondern für 10 Jahre. Ich meine, das ist ja ein Berufsleben. Ihr wollt ja schließlich nicht nach 10 Jahren sagen, okay, da muss ich doch irgendwie noch irgendwie Lastwagen fahren an die Kasse oder irgendeinen anderen Job machen, weil ich kann es mir nicht mehr leisten. Also ihr wollt ja auch vielleicht auch eine Familie ernähren, die wird ja zu höheren Kosten führen. Ihr wollt vielleicht im Alter auch mal weniger arbeiten. Das sind alles so Dinge, die damit einfließen. Und daraufhin haben wir diesen ersten Workshop gemacht. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch, weil wir nachher viel mehr Zeit möchte ich noch auf die Verhandlungssachen legen. Und deswegen gehe ich jetzt etwas schneller durch. Wenn einer Fragen hat, einfach unterbrechen. Ja, dann springe ich da kurz nochmal zurück. Dann gab es ein Treffen vom Schnittverband mit der Deutschen Rentenversicherung. Da kamen dann lustige Sachen raus, dass eigentlich die auch nicht so wirklich wussten, was die Editoren so wirklich tun in ihrer Berufsbeschreibung, dann wurde beim MDR mal wieder gestreikt in Thüringen. Ja? Dann gab, Cutter haben gestreikt, oder wer? Das waren unter anderem Cutter und dann in Leipzig, glaube ich, auch die Kameraleute. So, ich weiß nicht, ob es jemand mitgekriegt hat, September 2015, ja, mal, keine Ahnung, was da passiert ist, ich weiß es nicht, ich habe es nicht rausgekriegt. Im Oktober wurde dann vom BVK, Bundesverband Kinematografie, ein Brandbrief geschrieben über die dramatische Gagensituation in der Filmbranche und so weiter. Ja, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, was ist dann da passiert? Ich weiß es nicht, ich habe nichts mitgekriegt. Dann gab es Warnstreiks beim NDR in Hamburg und in Hannover. Den hat wahrscheinlich auch niemand mitbekommen, weil es dann hieß, naja, es wurden am Nachmittag eine Stunde, haben die Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt und dann wurde ihnen halt eine Wiederholung gesendet und dann ist halt eine Sendung brisant ausgefallen. Dann standen die vor dem NDR-Gebäude und haben da einfach ein bisschen, naja, die Sonne genossen im November. Ja, ja gut, ein Warnstreik. Okay, gut. Dann haben wir einen zweiten Gagen-Workshop in München mal gemacht. Einfach nur mal wieder geredet über Geld. Schauen wir mal, was der eine verdient, was er verlangt. Und nicht Konkurrenz denken, sondern einfach mal die Gagen auf den Tisch und sagen, kannst du davon leben? Ja, kann ich nicht. Einfach mal gucken. Dann haben die Berufsverbände im Deutschen Bundestag sich versammelt, haben dort diskutiert. Dann gab es einen Auftakt zu den Tarifverhandlungen mit Verdi, mit der Produzentenallianz. Vielleicht sagt euch das was. Das Erste war klar, die Gespräche scheitern, weil am Anfang sagt jeder immer, nee. Ja, wir wollen, die anderen sagen, nee, haben wir nicht. Das ist auch so ein klassisches Muster bei jeder Verhandlung. Also bevor ich jetzt irgendwie gleich mit einer Forderung daherkomme, sagt natürlich der andere nicht, ja, super, klar, zahlen wir. Das wäre ja keine Verhandlung. Das wäre einfach nur eine Forderung, die wird erfüllt. Ja, also wird erstmal gesagt, nee, wir zahlen es nicht. Und dann wird
hin und her geschachert. So, dann hat FairTV angefangen, auch Informationsveranstaltungen in München zu und in Hamburg zu machen. Dann haben die zwei Berufsverbände sich kooperativ zusammengeschlossen und dann haben wir jetzt das erste Mal ein Zweitagesseminar, weil die Resonanz so groß war, ein Zweitagesseminar mit einer Kollegin von mir, Sabine Brose, in Hamburg gemacht. Dann haben auch verschiedene Leute teilgenommen und das kam ja relativ gut an. Wir haben das also kalkuliert und am zweiten Tag verhandelt. Also wirklich einen ganzen Tag kalkuliert. Am nächsten Tag, okay, jetzt weiß ich, was schlecht läuft. Wie kann ich das Ganze am Ende umsetzen? Ja, weil es ist ja schön, wenn ich weiß, ich müsste 835 Euro oder 836 Euro Tagesgage nach dem BVFK nehmen, nach dem Online-Gagenrechner. Ja, aber wie kriege ich denn das durch? Das ist ja völlig unrealistisch. Und da haben wir dann angefangen zu üben mit den Leuten. Das kam gut an. Und 2016, ich gehe da jetzt noch mal ein bisschen schneller durch, gibt es halt hier so Details von unserem Schnittverband. Dann gab es mal wieder Warnstreiks in der Bavaria. Dann gab es eine zweite Demo. Ja, da wurde dann in München, glaube ich, wurde das dann demonstrativ. Bei der zweiten Tarifrunde haben Leute demonstriert. Ich glaube, das waren irgendwie 7 Leute mit einem Transparent vor dem Gebäude. Sascha weiß, glaube ich, wovon ich rede. Das auch mitbekommen. Ja, natürlich hat sich nichts bewegt. Ja, beide haben Blockadehaltung eingenommen. Und dann haben wir eine Abendveranstaltung gemacht. Da ging es einfach mal darum, ja, auch mal mit den Kameraleuten darüber zu reden, was denn 300 Euro für sie und für ihr Leben bedeuten. Ich rede jetzt mal von 300 Euro, weil das so eine magische Nummer ist, die irgendwie alle eingebrannt haben. Ja, wenn du heute Leute fragst, was ist ein angemessener Tagessatz in der Filmbranche, kreativ? Ja, 300 Euro. Weil keiner weiß, warum. Ja, ich sage euch warum, weil 600 Mark 300 Euro sind. Und solange es nicht weniger als 300 Euro sind, ist ja nicht schlechter geworden. Ja, immerhin noch 300 Euro. Aber es ist ganz falsch. Deswegen haben wir das mal gemacht, das lief ganz gut. Daraufhin wurde natürlich auch gesagt, ja, aber was soll man denn tun? Wir sind ja da so gebunden, die Sender zahlen nicht mehr. Dann kommen diese ganzen Entschuldigungen. Und natürlich ist es schade, aber wir haben es natürlich dann weitergetrieben. Wir haben dann ein weiteres Seminar mit denen gemacht. Und ich war erst letztens im Februar bei den Teilnehmern, die im 2 Jahre vorher bei diesem Seminar dabei waren. Und wir haben gefragt, was ist passiert? Ganz interessant. Die haben viele gesagt, ja, für mich hat sich schon was verändert. Ich habe zwar nicht so wirklich viel Umsatz gesteigert, aber ich habe durch meine höheren Tagessätze einfach mehr Zeit plötzlich gehabt. Ich habe in weniger Tagen das Gleiche verdient. Und das war super, weil jetzt habe ich Zeit für meine Familie. Jetzt habe ich endlich mal nicht 10 Stunden Arbeitstage mit 2 Stunden Ladezeit und nachts dann 12 Stunden komme ich nach Hause um 22 Uhr. Ja, dann sehe ich ja meine Familie gar nicht. Und dann haben sie gesagt, das ist eine Lebensqualität, die ist für mich unbezahlbar. Und somit hat sich für mich massiv was verbessert. Also das sind auch so Dinge, muss jeder für sich selbst entscheiden, was ist ihm wichtig. Genau, nur so am Rande, das kommt auch nachher nochmal, 2018 zeige ich euch den Termin noch, dann haben wir hier eine, ja, dann haben wir mal drüber gesprochen mit den Verbänden, wie wäre es denn, wenn wir so ein Online-Tool entwickeln, ja, wie wäre es, wenn man da mal einfach eintragen könnte mit Schiebereglern, was habe ich für Kosten und schwupp, 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 gibt es ja hunderte Online-Rechner im Netz, die muss man auch einfach nur benutzen. Das wurde dann auch angefangen, der BVFK hat sich dann da reingehängt, der BFS ist dann, hat sich dann für den Garagenkompass entschieden und kommt auch gleich, wann der veröffentlicht wurde, erzähle ich gleich was dazu. Dann gab es einen Tarifabschluss. Endlich von diesen 3 Treffen, was ich gerade erzählt habe, Verdi, haben 5,75% Erhöhung verhandelt. Sagen wir mal, wow, cool, 5,75%, das ist toll. Aber wir reden hier vom Mindesttarif des Tarifvertrages TVFFS. Das sagt euch hoffentlich allen was. Tarifvertrag für Film- und Fernsehschaffende auf Produktionsdauer beschäftigt. Ja, da werden dann die Wochengagen auf Lohnsteuerkarte festgelegt für Leute, die in der Filmproduktion arbeiten über Produktionsdauer. Kann man, glaube ich, auf Verdi kann man den runterladen bei Verdi auf der Webseite. TVFFS, könnt ihr mal eingeben in Google, TVFFS 2018. Da stehen die Mindesttarifgagen drin, zu denen sich die Parteien verpflichtet haben, die zu bezahlen und nicht drunter zu bezahlen. Wohlgemerkt auf Lohnsteuerkarte, das heißt, ihr dürft die nicht hernehmen und durch 5 teilen und sagen, ja, dann ist das meine Rechnungsgage. Nein, das ist viel zu wenig. Die Rechnungsgagen müssen im Durchschnitt 2 bis 2,5 Mal höher sein und dann kommen wir schon an diese ganzen Summen hin, 750 plus. Gehen wir mal weiter. Dann habe ich spontan, weil wir zufällig einen Workshop in der HFF gehabt haben über Technik, habe ich spontan mal so einen Vortrag wie heute gehalten. Und daraufhin hat der BVK gesagt, oh, da müssen wir mal miteinander reden, das finde ich super. Ja, danach wurde nichts mehr daraus. Die haben sich dann auch, naja,
nur erst 2 Jahre später wieder gemeldet, aber ist auch okay. Ich freue mich, dass jeder damit aufspringt, weil das ist ein Thema, das alle betrifft, das darf man nicht vergessen. Ja, das betrifft nicht nur hier Schnitt und Kamera, das betrifft ganz viele andere. Und die heute früh bei der Ludwigsburger Akademie mit dabei waren, da sehe ich ein paar Gesichter, die wissen, dass es auch um Fotografen geht, Mediengestalter, Heilberufe, Honorarlehrkräfte, Hebammen, Pflegekräfte, Lehrer, die irgendwie an Privatschulen arbeiten auf Honorarbasis. Ja? Dann haben wir noch Fotografen, Webdesigner und so weiter. Das sind alle betroffen. Ernsthaft gefährdet, wenn man das wirklich so betrachtet, sind alle, die selbstständig auf Rechnung arbeiten, die irgendwo unter 400 Euro plus minus liegen und irgendwo unter 50 Euro pro Stunde liegen, sind in einem Risikobereich. Dann gab es, komischerweise, das hat mich sehr gefreut, die ersten Rückmeldungen von unseren vorigen Gagenseminaren. Da haben wir gefragt, ja, wie läuft es denn so? Hat sich was verbessert? Oh ja, da hat sich was verbessert. Die Zitate habe ich euch mitgebracht, die zeige ich euch auch nachher. Und die haben dann ja alle so 10-20% höhere Gagen plötzlich gehabt. Und ich dachte mir, boah, das ist ja super. Das freut mich für sie. Und das war so eine Initialzündung zu sagen, ja, das ist vielleicht ein Schlüssel, mit dem man auch wirklich was verbessern kann. Und da wird noch besser. Das freut mich auch sehr. Zweites Tagesseminar haben wir an der IFS, in der Internationalen Filmschule in Köln gemacht. 2 Tage wieder kalkulieren, verhandeln. Kalkulieren, verhandeln. Richtig trainiert. Den ganzen Tag. Dann 2016, April, gab es witzigerweise so sehr schnell nach diesen Seminaren wieder neue Steigerungen. Ich dachte, boah, krass. Dann sagt der eine so, ja, was hast du denn gemacht? Sag ich, ja, ich habe von 320 auf 360 erhöht. Okay. Letztens hat mich einer angerufen und gesagt, du, stell dir vor, ich habe jetzt hier irgendwie 450 Euro Tagessatz durchgebracht. Und dann frage ich, was hast du denn vorher gemacht? Ja, ich hatte 350. Und ich so, wow, das ist aber sportlich, was hast du gemacht? Irgendeinen neuen Kunden oder was war, wie hat der reagiert? Und so, nee, das war ein alter Kunde, der hat das sich angehört, hat gesagt, ja, es ist vernünftig, ja, machen wir. Der war völlig überrascht. Der hat gedacht, so, na, ich verlange mal 450 und dann lasse ich mich runterhandeln und irgendwo bei 380 wäre okay und so. Ja. Der hat einfach zugesagt, wow, herzlichen Glückwunsch. Da haben wir dann auch das erste Mal mit Masken und Kostümbildnern zu tun gehabt, die natürlich noch viel schlimmer dran sind. Die haben zusätzlich zu ihrer, ich sag mal schon schlechten Verhandlungsposition gegenüber Produktionsleitern auch noch das Problem, habe ich heute Vormittag schon mal angekündigt, das Thema weibliche und männliche Verhaltensweisen in dem Alltag, ja, gerade in Verhandlungen, männliches Dominanzverhalten gegenüber weiblichen, naja, Harmoniebedürfnis in so einer Geschichte. Und das führt zu deutlich schlechteren Gagenabschlüssen, weil Frauen ganz andere Prämissen haben. Die wollen, dass wir eine gute Arbeitsumgebung haben, dass das einfach eine gute Stimmung wird. Und da ist man bereit, ein bisschen zu akzeptieren. Und wenn dann so ein Alpha-Männchen daherkommt und sagt, hier, pass mal auf, ja, du, das ist, wir sind nicht am Ponyhof hier, was erlaubst du dir eigentlich? Dann passiert da auch etwas. Ja? Und das wird leider Gottes in dieser Branche ja, gemacht. Und zwar aus einem Grund, um einen Verhandlungserfolg zu erzielen. Ganz simpel. Warum setzt jemand eine Strategie ein? Wir sprechen nachher drüber. Aber warum setzt jemand eine Strategie zum Verhandeln ein? Weil er einen Preisnachlass möchte oder vielleicht eine Leistungserhöhung. Gleicher Preis, aber mehr bekommen. Ja? Die Winterreifen gehen noch da drauf. Zusätzlich. Da haben wir dann auch das Problem erkannt, dass Masken und Kostümbildner so weit unten sind, dass man sagen kann, ja, da sind wir schon wirklich am Hartz-IV-Niveau mit der Auslastung. Das ist kein Witz und vielleicht sogar manchmal sogar schon drunter. Dann haben wir wieder mal ein viertes Seminar gemacht. Wieder waren tolle Leute dabei. Es hat riesen Spaß gemacht. Und es gab ganz überraschend sogar Leute, die gesagt haben, boah, wir haben das, ich habe 150 Euro höhere Tagesgage. Dann habe ich immer gefragt, ja, was, wie hast du es gemacht? Ich habe gefragt. Ich habe einfach nur gesagt, dich kostet das. Und ich konnte gar nicht glauben, ja, dass ich das überhaupt kriege, weil alles heißt immer, ja, wir zahlen nicht mehr. Aber plötzlich kommen die Leute mit Zahlen daher, wo ich sage, ja, wenn aber die nicht mehr zahlen, wieso zahlen sie es dann? Ja, das wüsste ich auch nicht. Aber sie haben sich gefreut und das fand ich schön. Es hat einfach gezeigt, dass das, was in der Verhandlung an Argumentation verwendet wird, oft mal nicht dem Budget entspricht oder der Realität. Weil es wäre ja Blödsinn, wenn jemand ein Budget hat und es so eng gestrickt ist, dass er keinen Puffer mehr hat, dann wäre ja Risikobereich. Überlegt mal, ihr habt ein so eng gestricktes Budget und ihr könnt keinen Euro hin oder her. Jetzt lasst was schiefgehen, da zerplatzt euch die ganze Produktion. Ihr braucht Handlungsmasse in so einer Produktion. Das heißt, es gibt immer irgendwo was zu schieben. Und das, was die einen nicht kriegen, das kriegen andere, weil irgendwo bleibt was übrig. Ja, und dann fragt euch mal, wer die bekommt, das, was übrig bleibt. Meistens der am Geldvergabetopf sitzt.
Jetzt kommt der BVFK und hat das erste Mal Honorarstandards veröffentlicht. Er hat gesagt, also wir setzen voraus, dass die Kameraleute das und das und das können, mindestens so und so viel für einen Tag bekommen müssten, bla 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 und so weiter. Das haben sie dann veröffentlicht. Ja, war schon ein guter Anfang. In der Zwischenzeit sind bei mir wieder neue E-Mails reingekommen. Ja, also die Leute haben sich gefreut, dass es vorangeht. Die konnten die Sachen einsetzen, die wir ihnen trainiert haben. Die haben verstanden, was für Gagen sie anzielen müssen, anvisieren müssen, um dann am Ende irgendwie nach oben zu kommen. Also der Witz war, sie haben sich erstmalig bewegt. Und zwar jeder und jede Einzelne für sich. Haben einfach mal probiert. Sie haben sich mal getraut zu sagen, ich koste. Ja, und dann haben sie eine Zahl gesagt, die sie im ganzen Leben noch nie gedacht haben. Ich koste 450 Euro. Da haben wir gesagt, ja, trainier das vor dem Spiegel. Ja, ich koste. Da fühlt man sich unwohl, weil man hat ja noch nie so viel verlangt. Ich immer so dieses Gefühl, ich bin ja maßlos gierig, weil ich habe ja mit 300, weißt du, wieso auf einmal 450, das traue ich mich nicht. Und dann waren da so Grenzen und so Hürden. Und als die einfach mal das probiert haben, dann passierte was. Und das ist das, was ich euch heute als Hauptidee noch mitgeben möchte. Wir sind uns oft selber mit einer geistigen Schranke im Weg und wir lassen uns Dinge erklären und sagen, ohne sie zu hinterfragen. Das führt dazu, wenn jemand uns was erzählt und wir es nicht hinterfragen und wir die Infos nicht haben und sie nicht prüfen und kontrollieren, dann glauben wir auch unter Umständen etwas, was nicht korrekt ist. Weil wir überprüfen es ja nicht. Klar, wenn ich jetzt sage, in München regnet es, ja, könnt ihr jetzt glauben oder nicht, schaut einer nach und überprüft es irgendwo auf Google und sagt, ja, tut mir leid, da scheint aber die Sonne. So ist es. Dann hat sich die Medienakademie in Freiburg gegründet. Das fand ich sehr schön, weil nämlich die Initiatorin eine Teilnehmerin unseres Workshops an der IFS in Köln war. Ein paar Monate vorher. Das hat mich sehr gefreut und die machen inzwischen auch sehr viele Fortbildungsveranstaltungen. Also da geht wirklich was und das freut mich, dass da sozusagen auch jemand angefangen hat, sich dem Thema zu widmen. Dann habe ich, vielleicht hat es der eine oder andere schon mitbekommen, mir irgendwann gedacht, naja, ich kann jetzt nicht überall auf der Welt jeden Tag irgendwelchen Leuten was erzählen. Ich muss ja überall hinfahren. Ich sagte, ich möchte aber, dass auch Leute, die jetzt zum Beispiel nicht in München zu der Zeit gerade da sind, wo wir einen Workshop machen, sondern vielleicht gerade da, die Schwiegermutter hat den 70. Geburtstag, dann kann ich nicht kommen oder irgendwas kommt dazwischen. Versuchen wir es doch mal irgendwie so runterzubrechen, dass das Ganze mehr oder weniger online auch mal zu gucken ist, wann ihr das wollt. Also sprich auch mal am Wochenende oder abends oder so, wie es euch halt reinpasst. Und dann haben wir eben dieses Online-Seminar angefangen zu schreiben, zu entwickeln, Videoproduktion inklusive Arbeitsbuch. Das hat dann ein paar Monate gedauert. Über die Feiertage haben wir das dann geschnitten und irgendwann im Sommer dann veröffentlicht. Und dann kam hier der Kamerakongress in Berlin. Da wurde ich dann eingeladen mit einem Rechtsanwalt zusammen, um über die Honorarsituation und Urheberrechte zu sprechen. Für die Kameraleute in Berlin. Und da kam dann eine Situation, die möchte ich euch kurz erklären und erzählen, die war ganz interessant. Es ging so um Tagessätze, es ging so um Urheberrechte, wie werden die vergütet und was ist denn eigentlich rentabel? Und irgendwann kam die Frage so, ja, wie schaut denn das aus, können wir das mal irgendwie mal bildlich sehen? Und ich hatte da so eine Excel-Liste parat, die kann man übrigens über das Seminar auch runterladen und erwerben dann. Bin ich mal an die Wand geschmissen und habe dann so ein paar Zahlen eingetragen. Ich sagte, ja, nehmen wir doch mal eure Zahlen. Was habt ihr so einen Tagessatz? Klack, klack, klack. Und so Rücklagen, blub, blub, blub. Und dann hat sich die so ausgefüllt, so plupp, plupp. Und am Ende war es plötzlich ganz ruhig im Zimmer, ja, oder in diesem Saal. Und dann meldete sich einer und sagte, das heißt ja eigentlich, dass wir eigentlich morgen alle aufhören müssten. Sage ich, aha. Ja, weil, ich meine, ich sehe die Zahlen an der Wand, ja, die lügen ja nicht. Das heißt ja, wenn ich das so sehe, das kann ja nicht funktionieren. Und dann schaut mich der Rechtsanwalt an, dann schaue ich den Rechtsanwalt an. Das Einzige, was mir übrig blieb zu sagen, war, ja, er hat es erfasst. Es rentiert sich in der Form meistens nicht. Dann hat der BFS einen Gagenkompass veröffentlicht. Da wurde dann sowas Art wie Honorarstandards. Die haben halt empfohlen, sich in gewissen Bereichen für gewisse Arbeitszeiten oder für Arbeitstätigkeiten zu bewegen und so viel zu verlangen. Dann haben wir einen Vortrag gemacht. Den habt ihr dann vielleicht auch im Internet schon gesehen. Das ist der, von dem ich vorhin gesprochen habe. Den könnt ihr im Netz angucken, kostenlos. Da ist 1,5 Stunden, 3 Teile. Ihr habt ihn schon gesehen. Vielleicht hat ihn der eine oder andere schon gesehen. Sehr interessant. Macht das mal. Dann hat im April das Bundessozialgericht das erste Mal über
selbstständige Honorare debattiert. Ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat von euch. War 31. März, war ein Gerichtsurteil wurde veröffentlicht, und zwar ging es da ganz konkret darum, ein freiberuflicher Pfleger, also mobile Pflegekraft, wurde von der Deutschen Rentenversicherung mehr oder weniger vor Gericht verklagt, weil die gesagt haben, na, du machst eine Arbeit, die ist pflichtversicherungswürdig, also du musst pflichtversichert werden in der Rentenkasse. Und der hat gesagt, nein, ich bin selbstständig, ich muss nicht. Ja? Und dann haben die gesagt, nein, du musst. Und dann ging es vor Gericht und dann ging es immer weiter vor Gericht. Und am Ende gibt es ja so, ihr kennt es ja, Scheinselbstständigkeitsthematik, das müsst ihr euch alle so ein bisschen im Kopf sein. Ja, ihr dürft nicht zu viel weisungsgebunden arbeiten, ihr müsst so und so viel Auftraggeber haben, ihr müsst also aktiv eine selbstständige Tätigkeit ausüben. Das heißt, ihr müsst Außenauftritte haben, Werbung, ihr müsst Visitenkarten, ihr müsst Akquise machen und. Und ihr dürft nicht zu viel für einen Arbeitgeber arbeiten, wie wenn der euch auch fest anstellen könnte. Das ist, könnt ihr mal gucken, ja, gibt es viele Kriterien, Scheinselbstständigkeit. Und dann wurde eben da dieser Mensch verklagt, sagt er, der ist doch scheinselbstständig, der muss doch rentenversicherungspflichtig sein. Dann haben die es durchgegangen, diese verschiedenen Dinge, und dann sagt irgendwann auch jemand, ja, was verdienen Sie denn für einen Stundensatz? Weil das ist ja vielleicht auch ein Indiz für eine Selbstständigkeit oder nicht. Frage ist, warum ist ein Stundensatz ein Indiz für eine Selbstständigkeit? Könnt ihr euch das vorstellen? Ganz einfach. Ein Selbstständiger hat ein höheres Risiko. Der sagt, ich brauche kein Solidaritätssystem, ich brauche keine Arbeitslosen-, Krankenversicherung, das alles, was ein Angestellter ja abführen muss und der Arbeitgeber abführen muss. Ich kann das alles alleine, weil ich kann für mich alleine sorgen. Ja, ich kann das alles alleine. Also sagt natürlich jemand, okay, du weißt schon, das ist eine höhere Belastung, also musst du natürlich auch höhere Umsätze haben, damit du dir dieses alles auch leisten kannst. Private Krankenversicherung, bla 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 bla. Ja, ihr habt keine betriebliche Altersvorsorge. Was ist, wenn ihr krank seid, Lohnfortzahlung, Krankheitsfall? Wenn ihr das alles selber schultern müsstet, dann müsst ihr mehr verdienen, weil sonst geht's ja nicht. Der Arbeitgeber, der zahlt ja auch am Ende mehr für euch, als dass er euch auszahlt. Kennt ihr Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile, die sieht man ja nicht. Die kriegt ihr nicht ausgewiesen, die kommen obendrauf. Plus Umlagen für Schwangerschaftsgeld, Umlage U1, U2, Insolvenzgeldumlage. Was passiert, wenn die Firma, euer Chef bankrott geht? Dann muss er ja euer Gehalt weiter bezahlen, ja, Kündigungsfristen und so weiter. Der muss Rückstellungen bilden. Und das heißt, wenn ihr, was ich, 3.000 Euro, sagen wir 3.500 Euro bekommt, ausgezahlt brutto per Lohnsteuerkarte, dann zahlt der Arbeitgeber irgendwas über 4.200 irgendwas. Weil der muss diese 600 Euro natürlich noch wegpacken, ja. Und wenn ihr das alles selber machen müsst, weil ihr seid ja selbstständig, müsst ihr das alles alleine schultern. Also müsst ihr deutlich höhere Umsätze machen. Dann kam das Gericht auf diese Idee und sagt, ja, aber ab wann, ab welchem Level ist es denn entscheidend? Ja, wie viel Euro pro Stunde sind denn wirklich höhere Umsätze? Und dann war das erste Mal diese Aussage, dass man sagt, das war damals ein Stundensatz von 40 bis 41,50 Euro, wird in diesem Aktenzeichen genannt. Netto ohne Mehrwertsteuer, immer netto, ja, das muss man immer dazu sagen. So, dieser Stundensatz, da könnte ein Indiz dafür sein, dass er selbstständig ist, weil mit diesem Stundensatz könnte er sich gewisse Dinge sozial selber absichern. Er muss sich ja komplett selber versichern mit allem, was er hat. Nicht Künstlersozialkasse, sondern komplett selber. Ja, der Pfleger ist kein Künstler. Und dann rechnet man das mal um, hat Pferd-TV natürlich gleich draufgeschlagen und gesagt, ja super, 40 Euro, ja, bei einem 10-Stunden-Tag sind es schon 400 Euro Tagessatz. Bei einem 8-Stunden-Tag, dann sind es ja viel mehr und, oder wie auch immer. Und das heißt eigentlich, dass das Sozialgericht gesagt hat, naja, also über dieser Grenze ist schon sehr wahrscheinlich, dass jemand echte Selbstständigkeit hat. Hat aber nicht gesagt, dass es umgekehrt impliziert, unter dieser Grenze ist es eher wahrscheinlich, dass das keine echte Selbstständigkeit sein kann, weil das ja nicht wirtschaftlich ist. Der kann ja irgendwann auch nicht mehr davon überleben. Zumindest nicht, wenn er es richtig durchrechnet. Ja, das gibt es ja auch in anderen Branchen, gibt es ja auch Selbstständige, die rechnen es auch durch. Ja, fragt mal, was ein Handwerker für einen Tagessatz hat, beziehungsweise die haben Stundensätze. Und wenn man die mal hochrechnet auf 8 Stunden Arbeit, dann wisst ihr, was die kosten. Ja, und dann nehmen wir 60, 70 Euro Stundensatz von einem Handwerker mal 8. Wo sind wir dann da? Jenseits der 5, 6, 700 Euro. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn, es geht weiter. Es gab einen neuen Warnstreik beim NDR in Hamburg im Juni. Kann sich da jemand dran erinnern? Ich weiß nicht, ich mich nicht richtig, aber wir haben hier auch dann
noch beim BR eine tolle Sache gehabt. 270 Mitarbeiter haben sich erfolgreich eingeklagt. Und zwar, warum? Weil sie sehr lange beschäftigt waren. Und dann haben die gesagt, naja, ich arbeite in dem gleichen Umfeld. Die haben also diese Scheinselbstständigkeitskriterien genutzt, um sich einzuklagen als Freie. Die haben gesagt, ich bin in dem gleichen Verhältnis wie der Angestellte, ich mache die gleiche Arbeit, ich sitze an den gleichen Geräten, ich habe die gleichen Vorgesetzten, ich rede mit den gleichen Leuten. Also ich bin ja eigentlich angestellt. Ich mache das Gleiche. Und dann haben sich die erfolgreich eingeklagt. Ja? Also das betrifft ziemlich viele Sender in Deutschland, die vor diesem Problem stehen. Dann gab es im Docfest Stuttgart, das wisst ihr wahrscheinlich alle besser als ich, haben die Regisseure von der AG Doc erstmal über ihre Regiegagen gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch dran. Das war so ein Festival und dann haben die da auf der Bühne gestanden, die 12 Preisträger, und haben gesagt, was sie verdienen. Dann gab es so, wir verdienen 120 Euro am Tag. Irgend sowas war das. Könnt ihr euch daran erinnern? Ja. Ja, was ist passiert danach? Seitdem? Hat sich was verändert? Es hat sich insofern was verändert, aber das ist nicht nur deswegen gewesen, sondern einfach, dass es viel Druck gibt, auch von Seiten der AG Doc und dem Filmverband, ja, dass die MFG jetzt zumindest Kalkulationen ablehnen kann, die keine Sozialstandards genügen. Ob das überprüft wird und inwiefern es da Ablehnungen gibt. Richtig. Aber das war immerhin eine positive Nachricht. Genau, es war eine positive Nachricht, aber das ist eine Sache, die natürlich von der großen Seite wichtig ist, dass eben Solidarität unter Medienschaffenden stattfindet, dass sich Leute zusammentun und sagen, okay, wir können zusammen einfach andere Dinge bewegen. Ja? Nichtsdestotrotz ist die Frage, hat sich für einen Einzelnen von denen was bewegt oder für Einzelne von euch seitdem? Nein. Nein, genau. Und da müssen wir uns immer unterscheiden. Es gibt nämlich mehrere Ansätze. Zum einen das soziale, solidarische, ja, was ich gut finde, wenn Leute miteinander sich solidarisieren. Ja, wir haben jetzt auch eine neue Initiative hier, die auch in Stuttgart gegründet wurde. Solidarität unter Medienschaffenden. Könnt ihr mal gucken. Gibt es auch auf den Facebook-Seiten gut verlinkt. Ja, auf jeden Fall ein Thema. Auf der anderen Seite seid ihr aber immer noch selbstständig. Ja? Wir sind jetzt alle Konkurrenten. Ja? Wir können uns alle gegenseitig unterbieten. Wir können alle gegenseitig uns den Job wegnehmen, weil wenn er den Job macht, kriege ich ihn nicht. Und wenn ich die Miete nicht bezahlen kann, habe ich ein Problem. Also versuche ich, den Job zu kriegen. Wir sind Kollegen und Konkurrenten und dann am Ende sind wir alle selbstständig. Und am Ende sind wir alles Firmen. Und wenn wir alle Firmen sind, sind wir ja, auf uns allein gestellt. Ganz einfach. Gut, weiter geht's. 2017 haben wir dann dieses Ding fertig gehabt, Produktion, also sprich Online-Seminar plus Arbeitsbuch plus Formulare und so weiter. Wurde dann auch sehr gut angenommen. Dann gab's eine Tarifeinigung hier. Dann wurde wieder warngestreikt beim MDR. Und sie haben sich geeinigt, Magdeburg, Leipzig, Dresden, Erfurt, also schöne große Nummer. Und sie haben 4,7% Erhöhung auf die Tarifmindestgagen erreicht. Ja. Gut. Bezieht sich das auf den Tarif mindestens hausintern? Ja, hausintern. In dem Fall war es hausintern. Nicht der TVFFS, sondern hausintern für die freien Mitarbeiter oder für die Leute, die fest angestellt sind. Dann haben wir im November, jetzt hier, kurz vor der Zapt-Up-Media-Veranstaltung, haben wir ein Verhandlungsbootcamp in Berlin gemacht. Da haben wir die Leute 2 Tage ins Rennen geschickt und haben hier 2 Tage sie unter Druck gesetzt, Verhandlungssituationen nachgestellt, haben sie wirklich auch an ihre psychischen Grenzen gebracht. Also ich war ganz überrascht, dass wir dann da gesessen sind und gesagt haben, hey, sorry, das ist nur ein Training, ja, komm, das ist nur ein Spiel. Aber die Prozesse haben gewirkt, weil man Leute unter Druck setzen kann. Auch unter Freunden, das funktioniert ganz gut, ja, wie schon gesagt. Also Frauen sind auch ein bisschen gefährdeter, wenn ein männlicher Produktionsleiter halt meint, er muss jetzt hier zeigen, wer der Herr im Haus ist. Das ist leider nicht anders zu erklären. Dann jetzt kommt der BVFK, hat dann ein paar Monate daran gearbeitet und hat diesen Honorarkalkulator ins Netz gestellt. Öffentlich kostenlos, den kann jeder auf der Seite BVFK anklicken, Honorarkalkulator. So, ja? Hat den schon jemand mal von euch benutzt im Kamerabereich? Kennt den jemand, ja? Und? Was kam raus? Naja, natürlich verlangt man zu wenig. Natürlich verlangt man zu wenig. Die Erfahrung zeigt, die Leute sind von dieser Zahl, die da voreingestellt ist, erstmal schockiert. Da steht 836 Euro netto ohne Mehrwertsteuer, ohne Equipment pro Tag. Damit es wirtschaftlich ist. Das deckt sich auch ungefähr mit den Kalkulationen, die wir in den Seminaren immer mit den Leuten durchrechnen. Weil die Leute rechnen ja immer ihre eigenen Zahlen. Und dann kommen da immer Range-Summen raus zwischen, naja, ich sag's jetzt mal, zwischen 600 bis 1000 Euro, je nach individueller Lebenssituation. Und das ist ja auch der Marktpreis. Es ist ja auch so,
Marktpreise entstehen ja auch dadurch, dass der eine günstiger einkaufen kann, der eine vielleicht andere Vorteile hat, die gibt dann den Kunden weiter, kann dadurch günstiger anbieten, der kriegt den Job. Also es sind ja einfach so Marktprozesse, über die man da stolpert. Problem an der ganzen Sache ist, diese Tools sind alle super, bloß die Rückmeldungen waren, ja, ich verstehe gar nicht, was soll ich denn mit dem Regler Insolvenzumlage machen? Was ist das? Ja, das heißt, die Leute können zwar benutzen und da schön die Regler schieben, aber wenn sie die Regler nicht verstehen, was das bedeutet, dann hilft es ihnen nichts. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass man sich mit diesen ganzen fachlichen Sachen auseinandersetzt. Und deswegen haben wir ja gesagt, wir machen diese Seminare, gibt es Materialien, es gibt es online, es gibt es live, das gibt es alles. Ja? Das ist es wert, dass man sich damit beschäftigt, weil wenn ihr es nicht tut, dann zahlt ihr einen Riesenpreis in 20 Jahren. Und zwar nicht nur hier 1.000 Euro, das geht dann in die Hunderttausende. Heute früh habe ich es mal durchgerechnet bei der Ludwigsburger Akademie. Da kommen Summen zustande, da wird einem selber schon manchmal mulmig. Also, wichtig, lernt diese Sachen zu verstehen. Weil das ist die Basis für gute Verhandlungen. Wenn ich meinen Preis nicht kenne und nicht weiß, wie er sich zusammensetzt, dann kann ich auch den Preis nicht verhandeln, ganz logisch. Dann merke ich ja nicht mal, ob die 380, die ich gerade verhandelt habe, oder die 460, ob die am Ende unterm Strich überhaupt in der Gewinnzone liegen. Weil dann kann er sich super freuen, wenn er von 380 auf 460 hochgehandelt hat, wenn er am Ende trotzdem miese macht, weil er nicht genug Auslastung im Jahr hat. Also dass man versteht, wann muss ich denn vielleicht auch die Verhandlung abbrechen und sagen, nee, drunter gehe ich nicht. Weil da zahle ich ja nur noch drauf. Das heißt, Zahlen verstehen führt auch zu besseren Verhandlungsergebnissen. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Dann haben wir den Vortrag hier gemacht bei der Setup Media. Ich weiß nicht, ob da jemand da war, Setup Media. Bei Filmschau Baden-Württemberg jetzt im November hat den jemand gesehen. Da haben wir kurz was drüber gesprochen, nochmal über Altersarmut. Da war es dann auch erstmal so die Stimmung im Keller. Aber wie auch immer, darum geht es heute nicht. Der BVK hat dann Vergütungsregeln verhandelt. Vielleicht hat es auch jemand mitbekommen mit Vox und RTL. Sehr erfolgreich, finde ich eine tolle Sache, dass da mal jemand einfach auch Erfolge bringt. Dann haben die EB-Ton-Leute in Köln, vielleicht hat das jemand über Facebook mitbekommen, einen Brief geschrieben an die Produzenten in Köln und gesagt haben, wir müssen gewisse Mindestgagen am Tag bekommen. Das lag dann, glaube ich weiß die Zahl nicht, müsste man jetzt nachschauen, irgendwo um die 200 Euro Minimum, 220 auf Rechnung für einen Arbeitstag. Ich habe in München Leute kennengelernt, die beim Arbeitsamt waren, eine Förderung für einen Workshop beantragt haben. Ich erzähle die Geschichte immer gerne. Und dann geht es darum, bist du förderungswürdig? Ja, weil du vielleicht nicht genug verdienst, kriegst du die Förderung, ja, Bildungsgutschein etc. Dann wurde dieser Mensch als förderungswürdig eingestuft und hat gesagt, ja, und übrigens, wenn Sie wollen, können Sie noch 300 Euro extra kriegen. Dann müssen Sie nur Hartz IV beantragen, weil dann kriegen Sie aufstocken. Und dann schaute der so und sagte, was soll ich denn aufstocken? Ich habe 250 Arbeitstage abgerechnet letztes Jahr. 250, dann habe ich gesagt, das ist ja eine 6-Tage-Woche. Sag mal, wann warst denn du im Urlaub? Na, ich war viel unterwegs, ja. Ich war halt immer irgendwie auf Achse und so. Und dann sage ich, wow, das schafft ja kaum ein Selbstständiger über 10 Jahre, jedes Jahr 250 Tage in Rechnung zu stellen. Ja, nicht zu arbeiten, sondern bezahlt zu bekommen. Und dann sagt er, ja, deswegen habe ich mich auch gewundert. Und dann sagt er beim Amt, ja, das ist mir eigentlich egal, wie viel Arbeit Sie da reingesteckt haben. Die Gesamtsumme, die Sie verdient haben als Selbstständiger, abzüglich meiner Tabellen, die man als Selbstständigen abziehen muss, gibt einen Restbetrag zum Leben, der unter unserer von der Bundesregierung festgesetzten Mindestexistenzgröße liegt. So, das heißt, Sie liegen also da drunter mit 2 Kindern in einer Großstadt wie München, Hamburg oder Berlin und deswegen sind Sie zuschussberechtigt, eben auf diesen auf das Existenzminimum aufzustocken. Wollen Sie das nicht? Das sind 3.600 Euro im Jahr. Wollen Sie das nicht? Könnt ihr euch vorstellen, wie der geguckt hat? Da arbeitest du und arbeitest du und arbeitest du. Aber eigentlich, wo stehe ich eigentlich mit dem Verdienst? Ja, also das sind so Dinge, und ich kenne inzwischen sogar 2 Leute persönlich, die mir das bestätigen können. Die AG DOC hat dann Gagenforderungen an den Öffentlich-Rechtlichen gestellt, das habt ihr auch mitbekommen. Ich bin gespannt, was daraus kommt. Da wird sich sicherlich auch wieder irgendwas bewegen. Ja, wir werden es sehen. Dann hat diese Kommission für die Erfassung der, was wir auch immer das heißt, die KEF, errechnet, dass zum Beispiel plötzlich ein Milliardenüberschuss beim Öffentlich-Rechtlichen ist. Gut, mei.
Ich will das nicht werten, die sind gute Leute, die haben das ausgerechnet. Was daraus wird und wie das sich weiterentwickelt, das lassen wir auch mal dahingestellt. Darum geht es nämlich heute auch nicht. Dann positive Rückmeldung. Wir haben von den Verhandlungsteilnehmern, die dieses 2 Tage Bootcamp gemacht haben, diese Zahlen bekommen. Ich zeige euch auch gleich die E-Mails dazu, die sie mir geschickt haben. Und dann ging es weiter, dann sind wir auch schon mit der Chronik durch. Die zum Beispiel hier eine Geschichte, Fahrradkuriere zwingen den Lieferdienst Foodora an den Verhandlungstisch. Die haben sich dann da organisiert, so ein bisschen wie ein Verband, und haben es geschafft, als freie Subunternehmer, naja, zumindest mal in die Verhandlung zu gehen. Ja, in Berlin, glaube ich, war das. Dann hat dieses Regionaltreffen in München stattgefunden, wo wir auch die Teilnehmer wieder hatten, die das bestätigt haben, dass sie eben mehr Lebenszeit haben. Und dann haben wir jetzt vor 2 Wochen einen Gagenworkshop bei der Filmhochschule in München gemacht. Dann waren wir heute an der Ludwigsburger Filmakademie, sitzen heute hier im Rahmen des Filmstammtisches Südwest. Und wie diese ganze Geschichte weitergeht, das hängt jetzt von euch ab. Weil ihr seid auch Teil von der ganzen Geschichte. Und nicht nur die, die sich dafür verbandsmäßig engagieren, weil die können auch nur bedingt was ausrichten, wenn ihr sie nicht unterstützt. Das war ein kurzer Abriss. Ja, es hat sich schon was bewegt aus meiner Sicht. Es wird mehr darüber geredet. Die Kollegen fangen an, auch mal über Geld zu sprechen und sagen, ja, du, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, wieder einen coolen Auftrag an Land gezogen und na, da habe ich, was ich, so Mix oder so berechnet. Ja, ich meine, ihr seid ja selbstständig, ihr könnt die Preisliste ins Internet hängen und sagen, das ist mein Preis. Ja, dann kann der Kunde überlegen, ob er sich den kauft oder nicht. Ganz normal. Also kann man auch sagen, was man verdient. Oder was man nicht verdient, sondern was man halt aufruft. Als Preis für seinen Wert, für seinen Tag, für seine Arbeitszeit. Gut, gibt es dazu irgendwelche Fragen noch? Weil sonst würde ich gleich weitergehen und mal über diese Verhandlungen sprechen. Weil du es gerade angeworfen hast, glaubst du, das ist wirklich eine gute Idee, auf die Internetseite zu schreiben, ich nehme 750 oder 800? Weil ich mir gerade denke, ich würde dann sehr, sehr viele Mails mir sparen und sehr, sehr viel Zeit. Man kriegt ja so viele Anfragen, da sagt man immer, ja, wie schreibt ihr denn? Das ist eine gute Frage, ich wiederhole das nochmal. Ja, also die Frage ist, warum soll ich ist es eine gute Idee, meine Preise auf eine Webseite zu stellen und sagen, das ist mein Tagespreis? Jetzt überlegt mal, was ist euer Gefühl? Wer wäre dafür zu sagen, das ist eine gute Idee? Einfach Handzeichen, mach mal ein Stimmungsbild. Wer sagt, das wäre eine coole Sache? 2, 3. Wer sagt, das ist eher nicht so gut? Okay, dann wäre jetzt die Gegenfrage, warum habt ihr das Gefühl, dass das nicht so gut wäre? Einfach aus dem Grund, dass viele sich dann erstmal, bevor sie deine Arbeit angucken, sich nur deine Preise anschauen. Dann ja. Nur geguckt, wer kostet wie viel, aber man schaut gar nicht auf die Qualität deiner Arbeit. Okay. Das hat man eben schon oft irgendwo gesehen, dass man ja einen Job an jemanden verloren hat, aber dann halt... Weil der billiger war. Weil der einfach nur günstiger war, dann guckt man sich die Arbeit an und denkt, okay, warum wurde ich überhaupt angefragt für das, was ich hätte machen sollen, wenn sie dann jemanden nehmen, der aufgrund seiner Arbeiten weit unter dem liegt, was ja er leisten kann. Ja, okay. Was ist deine Meinung? Du hast auch gerade dich gemeldet. Also ich habe halt den Eindruck gehabt, wenn der Preis nicht öffentlich ist, dann herrscht irgendwie eine Kommunikation mit einem potenziellen Kunden und dadurch ist man erst in der Lage, dem klarzumachen, warum er überhaupt auf den Preis kommt. Also so eine Art, du meinst, dass es gut ist, mit dem Kunden erstmal den Wert zu verhandeln, was er kriegt, um ihm dann zu sagen, was es kostet. So. Nicht nur, also nicht in erster Linie verhandeln, sondern überhaupt mal an den Punkt zu kommen, dass er in der Lage ist, zu verstehen. Ach so, dass du nicht, wie er sagst, dir dann hunderte Telefonate sparst, weil dann die Leute gar nicht anrufen und sagen, die kann ich mir eh nicht leisten, so ungefähr. Dass du trotzdem mit Leuten ins Gespräch kommst, die vielleicht auch preislich da vielleicht noch gar nicht mit gerechnet haben, aber trotzdem dann irgendwann deinen Wert erkennen und daraufhin sagen, okay, das ist mir mehr wert. Ja. Okay, das heißt, du möchtest dann auch mehr Verhandlungsmasse oder Potenzial haben. Das ist der Ansatz. Okay, ja gut. Noch eine Meinung, genau, hier drüben. Das ganz konkret, weil du dann extrem von anderen Cuttern angefeindet wirst. Wenn du deinen Preis veröffentlichst? Ja. Ach echt? Ja, du wirst angefeindet von Kollegen? Ja. Was sagen die so? Was sagen die so? Die wollen halt keine Veränderung. Die sind halt glücklich mit den 300 Euro, die sie kriegen. Ja. Und das ist mir ganz konkret passiert. Ja? Ich hatte halt einen vernünftig kalkulierten Tagessatz. Ich habe ihn bekommen, der gleichen Firma. Du hast ihn gekriegt? Ich habe ihn bekommen. Hey, das ist doch für alle eine Motivation, zu sagen. 10 Leute, die 300 bekommen haben. Ich habe denen das erzählt. Ja?
Und die waren natürlich alle... Ja, die waren halt neidisch, sagen wir es mal so. Der Punkt ist, die waren nicht neidisch, die waren sauer. Ja klar, weil sie es nicht bekommen haben, ist doch logisch. Wenn das Geld da ist und man erzählt jemandem, das Geld ist nicht da und dann ist es da, das ist doch eigentlich eine... Der nächste Punkt ist, wir haben alle auf 10 Stunden gearbeitet. Und du auf 8. Ich auf 8. Mit mehr Geld auf 8 und ich habe die Überstunden bekommen. Ja, schau, das ist eine gute Verhandlung. Die Regelung war ja drin im Vertrag. Die anderen hatten halt einen 10-Stunden-Vertrag, haben den stillschweigend akzeptiert. Ja, aber was passiert jetzt? Pass auf, jetzt wirst du angefeindet, aber der Produzent bucht dich trotzdem. Das musste er, weil es zu dem Zeitpunkt in Köln einfach keine Cutter mehr gab. Ja, aber überleg mal, du bist selbstständig. Du musst schauen, dass dein Laden läuft. So, jetzt ist die Frage, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe gut verhandelt, ich habe den Job wirklich auch an Land gezogen, der Produzent ist bereit, für mich dieses Geld in die Hand zu nehmen. Es scheint ihm das wert zu sein. Er kriegt ja was dafür. Ja, dann muss man doch eigentlich sagen, bist du denn in gewisser Weise für die anderen verantwortlich? Ja, jein, weil du bist solidarisch, aber... Die anderen verantwortlich, weil die sind ja für sich selber verantwortlich. Ja, das ist der Punkt. Das ist richtig. Die sind für sich selber verantwortlich. Auf der anderen Seite... Das geführt hat, dass ich in Köln jetzt nicht mehr gebucht werde, weil ich ja zu teuer bin. Naja, das ist jetzt wieder ein Argument, das man gegen dich verwenden kann. Ist ja klar, wenn die anderen nicht mitziehen, dass natürlich klar ist, dass das eine einmalige Geschichte ist. Man sagt, okay, jetzt brauche ich mal jemanden, dann haben die eine Notsituation, dann buchen die dich und dann brauchen sie dich nicht mehr. Ja, aber das ist ja der Punkt. Die Frage ist, warum ist jemand mit 300 Euro zum Beispiel zufrieden? Weil die nicht bereit sind, weil die sagen so, die wollen halt nicht das Risiko eingehen. Das sind eigentlich das ist genau der Punkt. Das sind eigentlich Einzelkündige, die halt nicht bereit sind, das Risiko einzugehen, nicht gebucht zu werden. Das sind, die wollen halt, weil die werden für die 300 Euro werden sie durchgebucht. Ich sag dir, woran es liegt. Ich sag dir jetzt, woran es liegt. Das ist ein ganz guter Punkt, den du jetzt ansprichst. Weil du sagst, sie wollen keine Veränderung. Warum nicht? Weil sie sonst Angst haben, dass sie den Job gar nicht bekommen. Also lieber die 300 Euro als gar keinen Auftrag. So, jetzt passiert aber Folgendes, dass durch diese, ich sag mal, Zufriedenheit mit diesen 300 Euro, die ja nicht reichen, weil das kann ja jeder irgendwo spüren, das höre ich ja auch, ich bin ja auch in Köln, ich bin in Hamburg, ich treffe ja Leute, ich rede mit denen ja auch, die kommen ja auf mich zu, schreiben mir E-Mails. Es ist schwierig geworden bei diesen letztjährigen hier, die letzten Jahre Immobilienpreise. Ich meine, wenn die Mieten nach oben gehen und die ganzen Kosten nach oben gehen und die Gagen gleich bleiben, das gibt ein Problem. Da geht das Wasser immer höher. Ja? So. Und dann ist das der Punkt, wenn ich jetzt ein Auftraggeber bin und ich habe jemanden, der 300 Euro aufruft, da geht es nicht darum, dass das toll ist, weil ich mir den dann leisten kann und der kann sich auch die 400 leisten und der kann sich ganz offen... Der kann sich auch die 500 Euro leisten, aber wenn er sie nicht ausgeben muss, bleiben die bei ihm hängen. Aber das ganze Problem ist ein ganz anderes. Weil ich weiß, dass jemand 300 Euro aufruft, dann weiß ich als jemand, der rechnen kann, der ich auf der anderen Seite sitze, ich rechne ja, bin ja mit den Kosten, ich muss das ja tun, weil ich muss ja meine Produktion kalkulieren. In dem Moment, wo ich rechnen kann, da weiß ich ganz genau, dass der mit 300 Euro gar nicht selbstständig sein kann und mit dem Rücken finanziell an der Wand stehen muss. Und das ist natürlich super, weil dann kann ich ihm alles erzählen. Da habe ich eine Verhandlungsposition, da kann der gar nichts durchbringen. Weil ich weiß ganz genau, ich rieche 10 Meter gegen den Wind, dass der diesen Scheißjob braucht, damit er am Ende des Monats seine Miete noch zahlen kann. Und dann weiß ich ganz genau, dass ich dem sogar noch die Überstunden abbringen kann und aufdrücken kann, weil er dann trotzdem einknickt und es trotzdem macht. Weil er kann ja nicht, die Option ist gar nichts zu bekommen. Nie wieder einen Job zu bekommen. Ja? Leute, die anfangen, die Gagen zu erhöhen, werden von manchen Firmen nicht mehr gebucht. Das führt zu Auftragseinbrüchen. Aber wenn die Gagen höher sind und die Aufträge zurückgehen, dann bleibt es erstmal paritätisch gleich bei vielen. Das heißt, sie verdienen genauso viel mit weniger Zeit. Und dann haben sie mehr Zeit, neue Kunden zu akquirieren. Und dann kann das sich wieder mit einem neuen Kunden verändern. Das sind alles so Dinge, die besprechen wir dann im Verhandlungsseminar komplett ausführlich. Da gibt es dann wirklich 2 Tage, gehen wir die ganzen Strategien durch. Wir gucken, was geht nicht. Jeder muss für sich rausfinden, was bin ich für ein Typ. Nicht jeder ist der harte Verhandlungstyp, der sagt, ich will jetzt jedes Mal in die Konfrontation gehen. Ich will auch eigentlich nur den Job haben. Ja, dann ist vielleicht das gar nicht so schlecht zu sagen hier, ich setze meinen Preis ins Internet. Ich will nicht verhandeln, das ist mein Preis, damit schließe ich einen Kundenkreis aus. Ja, für die arbeite ich dann halt einfach nicht, ist auch okay. Aber dann finden halt vielleicht die Kunden zu mir eher, die sagen, ja, das passt ins Budget. Und man muss sich überlegen, es ist auch okay, wenn man nicht verhandeln will, dass man sich einen Agenten dazwischen schaltet oder jemanden nimmt, der sagt, okay, ich zahle dir Provision, hol mehr raus.
Das ist völlig legitim. Nicht jeder ist der harte Typ für, ich sag mal, Selbstständigkeit ist nichts für jedermann. Das muss man ganz offen sagen. Ja, weil es ist einfach ein Bereich, wo du immer Unruhe hast, wo du immer Unsicherheit hast, wo du ruhig schlafen können musst, auch wenn du weißt, du hast eigentlich keine Perspektive die nächsten 2 Monate. Da ist nichts. Musst du trotzdem ruhig bleiben. Das schafft nicht jeder. Und das führt dazu, dass Leute natürlich eine Verhandlungsposition einnehmen müssen. Ganz offen, ja, wenn ich mit Produzenten spreche. Also wer rechnen kann, der weiß, dass diese Summen einfach nicht wirtschaftlich sind und damit kann keiner eine Familie ernähren, selbst wenn er 260 Arbeitstage arbeitet. Das ist den Produzenten doch scheißegal. Also alleine 300 durchzuboxen ist schon eine Nummer. Schau mal, die werden bezahlt die dafür. Die Erfahrung, die ich habe. Also ja? Ja, also ich weiß. Gerade wenn man in Berlin ist oder so. Also ja, ich weiß. Die lachen sich außerdem damit rein und sagen nicht im Vordergrund, oh, Stuttgarter Preis, vergess mal. Ja, komm ja, ich mal runter weiß. Auf die Berliner Preise. Da stehen sie alle Schlange. Wahrscheinlich würden diese, ich wette, die würden dort Leute finden, die für den Abspann, wenn sie drinstehen, noch zahlen würden. Würden umsonst arbeiten, damit sie in einem ordentlichen Ding drin sind. Und so stehen die da Schlange. Und das ist der Punkt. Also ich kämpfe allein, um 300 zu kriegen, muss ich total aufrüsten. Die Frage ist, ob du dann mit dem Kunden, ob das überhaupt die richtigen Kunden für dich sind. Das ist die richtige Frage. Das ist nämlich die wirklich richtige Frage. Wenn ich von einem Kunden nicht leben kann, warum soll ich für ihn arbeiten? Mal ganz offen gefragt. Ich wiederhole es nochmal. Wenn ich von einem Kunden nicht überleben kann, warum soll ich für ihn arbeiten? Ja? Offensichtlich, wenn man sich Referenzen davon verspricht oder sich verspricht, dass man wieder Aufträge kriegt, dass man Leute kennenlernt, dass man Kontakte kriegt. Gut, am Ende musst du nach ein paar Jahren schauen, dass der Laden läuft, weil du bist selbstständig. Und ihr kennt es, ich erzähle die Geschichte auch immer wieder, ja? Kennt ihr diese ganzen tollen Restaurant-Tester-Sendungen? Ja? Wo jemand dann kommt und sagt, hey Mensch, du, pass auf, wir haben ein Problem mit dem Laden, kannst du uns mal helfen? Dann kommen die und sagen, oh ja, Mensch, der Eingang, der sieht ja grauenvoll aus und diese Plastikblumen müssen weg, die Karte muss, ihr wisst alle, wovon ich rede. Mhm. Ja? Ja. Was passiert in jeder Sendung? Der Koch weint. Ja, der weint sowieso. Das ist gut. Der Koch weint, genau. Und? Eingestellt. Und wo landen sie immer? Im Büro. Warum? Weil dann die Frage kommt, wie schaut es denn in den Büchern aus? Und dann passiert Folgendes. Dann stellt man fest, ihr habt ja viel mehr Ausgaben, ihr schmeißt viel zu viel Lebensmittel weg, ihr verschwendet dies und das, ihr habt kauft zu teuer ein, die Wertigkeit ist nicht da, ihr habt verkauft nicht genügend von dem, was ihr einkauft, es verdirbt alles, ihr kühlt es nicht richtig, bla bla bla. Am Ende kommt irgendwie raus, dass die Kalkulation nicht stimmt. Und dann, und deswegen erzähle ich die Geschichte, warum sehen wir das? Weil da ein Kameramann steht, der ist selbstständig, da steht ein Redakteur oder eine Redakteurin, die hört dazu, weil die hat es ja recherchiert, oder er. Dann gibt es einen Editor oder einen Cutter, wie man das nennt, der das dann schneidet über ein paar Stunden oder Tage, zusammen mit jemandem, der das da betreut. Und die hören alle zu, was da passiert und sagen, ja, ist ja klar, wenn der mehr Ausgaben hat, ist ja klar, dass der den Laden zumachen muss. Ist ja logisch, komm, mach's dramatischer, weil dann haben wir mehr Zuschauer, dann ist das spannend, ja. Und merken gar nicht, dass das, was da passiert, genau ihre eigene Geschichte ist, weil sie so viel schlechter dran stehen. Ja, eine lustige Geschichte erzähle ich jetzt auch noch. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat berichtet über die Honorarlehrkräfte, also Leute, die an Privatschulen Unterricht geben oder Integrationsarbeit leisten, Deutschkurse machen oder was auch immer. Die verdienen in der Regel so zwischen 18 und 35 Euro Stundenlohn, ja, selbstständige Basis. Ist so ein typischer Stundenlohn auch bei Pflegekräften, die auch so für 35 Euro pro Stunde unterwegs sind, 12-Stunden-Schichten, Nachtzuschläge haben und. Und die lustige Geschichte daran ist, dass der Mitteldeutsche Rundfunk geschrieben hat, oh, es ist ganz schlimm, diese Leute sind mit 297 Millionen Euro bei der Rentenversicherung verschuldet. Wie kann das sein? Ein unhaltbarer Zustand. So, dann habe ich darüber nachgedacht und gesagt, das ist ja super, aber ich kenne ja die Gagen, die die Leute, da, die diesen Bericht machen, ja bezahlt bekommen. Die sollten das einfach noch unten draufschreiben, dass sie ja genauso betroffen sind. Ja? Also wir reden hier aktuell über eine Marktsituation in vielen Branchen, wo Stundensätze sich aus Unkenntnis eingebürgert haben, die niemand nachgerechnet hat, die einfach nicht wirtschaftlich sind und sich alle seit 20 Jahren fragen, wo ist der Fehler? Wo ist der Fehler? Ja, der Fehler ist, weil es niemand nachrechnet. Würde ich es nachrechnen, würde ich feststellen, das rentiert sich nicht. Also, warum sollte ich es dann tun?